Hallihallo! Ja, wie dieser YouTube-Videotitel schon versprochen hat, malen wir Aquarell auf Stoff. Ja, das geht nämlich tatsächlich. Dafür brauchen wir einen hellen Stoff, zum Beispiel wie diesen, das ist wie so ein Tonbeutel, kein richtiger Tonbeutel hier, einfach mit so einer Schnur kann man den dann so zusammenschnüren, so ein kleiner Sack im Prinzip. Ihr könnt natürlich aber auch so einen Baumwolltragebeutel nehmen in Weiß oder so Naturfarben. Es sollte auf jeden Fall hell sein, weil die Farben nicht deckend sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich benutze hier diese Marabu Aquarell Textilfarben und die eignen sich dafür besonders gut. Die haben hier so eine CMYK Farbpalette, was ziemlich cool ist, weil wir da wirklich sehr, sehr leuchtende Farbmischung auch herstellen können. Wir können ganz tolles Lila auch mischen. Na, deswegen braucht ihr auch noch eine Mischpalette und einen Pinsel. Dann gibt es hier dazu noch so einen schwarzen Textilstift, wenn man da noch so ein paar Highlights setzen möchte, und einen Bleistift. Ich habe mir hier auf meinen Beutel einmal mit einem Teller, mit so einem Unterteller, mit dem Bleistift so einen Kreis vorgezeichnet. Der wäscht sich ganz schnell wieder aus, dieser Bleistiftkreis. Und meine Farbe, wenn die einmal hier durchgetrocknet ist, dann ist sie nämlich auch wasserfest. Das heißt, ich kann sie bei bis zu 40 Grad waschen. So, ich müsste, glaube ich, lieber nochmal reingucken, bevor ich euch jetzt hier was Falsches erzähle. Auf jeden Fall solltet ihr die Packungsbeilage sehr gut lesen, gerade bei Textilien. Ja, also beständig bis zu 40 Grad nach dem Fixieren. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass hier zwischen diesen Beutel auf jeden Fall ein Stück Pappe sollte, damit nämlich die Farbe nicht auf die Rückseite durchdrückt. Ich habe jetzt hier einfach so ein Stück Linoleum. Ich hebe mir erstmal ein bisschen Magenta auf meine Mischpalette, damit ich hier schon mal die erste Farbe drauf habe, und auch ein bisschen Cyan, um mir ein Violett zu mischen. Auf meiner Kreislinie starte ich jetzt hier, oh, ich habe hier noch ein bisschen blaue Farbe an meinem Pinsel dran, so, starte ich hier mit einem ganz hellen Magenta, das ist jetzt irgendwie doch noch nicht hell genug, und zwar so Blüten, und zwar um einen gedachten Mittelpunkt herum, male ich mir hier mit Pinsel und transparenter Farbe. Das heißt, ich habe hier auf meiner Mischpalette so ein bisschen Magenta genommen und ganz viel Wasser mit hinzugemalt. Ne? Wichtig auch, bitte testet erst auf einem Probetextil eure Farbe an, damit es keine bösen Überraschungen gibt. So, ich wasche den Pinsel aus. Dann habe ich hier so einen lila Ton mir schon angemischt. Und den gebe ich hier auf den Mittelpunkt. Nicht zu viel sollte ich auf dem Pinsel haben, nur so ein bisschen. Und dann verläuft die Farbe von ganz allein. So. Ich mache das hier nochmal. Ungefähr in diesem Abstand hier. Also. Hier muss man, das ist natürlich ein bisschen anders als auf dem Papier. Ich muss hier ein bisschen öfter rübergehen. So. Die Farbe muss auch so ein bisschen erst in die Fasern eindringen. Ungefähr so. Okay. Und wieder mit der lila Farbe. Dann entstehen so coole Farbverläufe. Mit dem lila Ton, den ich mit Magenta und Cyan gemischt habe, male ich jetzt hier noch Rosen, und zwar auch mit viel Wasser verdünnt, dass die ein bisschen transparenter werden. Und zwar um einen gedachten Mittelpunkt. Ich starte hier mit dem Mittelpunkt. Und male jetzt hier so Halbkreise immer wieder drumherum. Muss auch zwischendurch ein bisschen Farbe aufnehmen. Hier läuft mir das auch so ein bisschen in die Blume rein. Und das darf auch so sein, weil das ist ja auch so dieser Aquarell-Look, der auch irgendwie so dazugehört. Das ist ja hier das Coole an den Farben. So. Wir wollen natürlich das Maximale aus den Farbverläufen rausbekommen. Das heißt, ich habe hier noch ein, das ist im Prinzip ein lila Ton mit viel Cyan. Fast schon nur blau sieht das aus. Und den gebe ich hier so in meine Rosenmitte und so ein bisschen an die äußeren Kanten.
Und dann verläuft das auch noch so cool. Aus Gelb und Cyan ist bei mir jetzt so ein Grünton geworden. Ich finde ihn ganz schön, na, sieht ein bisschen wie so Giftgrün aus. Ich finde ihn ein bisschen quietschig. Und ich nehme jetzt so eine ganz kleine Pinselspitze von dem Magenta und rühre ich einfach unter mein Grün drunter. Und dann sieht das nicht mehr ganz so quietschig aus. Genau, auch hier wieder mit viel Wasser. Zu meinem Gelbgrün habe ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Cyan zugemischt, um noch ein bisschen dunkleres Grün zu bekommen. Und male jetzt hier einmal ein Farn, und zwar einfach einen Strich, damit ich schön zwei verschiedene Grüntöne habe. Und dann hier einfach so Ovale von meinem Stiel aus. Und das Coole ist, was ich hier nämlich auch machen kann bei der Technik, ich kann ganz, ganz leichten Grünton nehmen, so wie hier. Den male ich auf und gehe dann in mein Grün rein. Und durch diese Aquarelltechnik verteilt sich dann die Farbe von ganz allein. Und ich habe dann hier wirklich so ganz tolle Farbverläufe. Also hier könnt ihr echt so ein bisschen spielen. Ihr solltet aufpassen, so wie bei mir hier, dass ihr nicht zu viel an die Blüten rankommt, damit das nämlich nicht zu sehr verläuft mit den bunten Blüten. So, deswegen am besten hier ein bisschen Abstand lassen. So. Na, hier in die grüne Farbe darf ein bisschen was rein. Aber hier in die Blüte sollte auf keinen Fall noch mehr Grün. Und ihr könnt zum Beispiel auch wie hier, ich habe angesetzt mit einem Grünton und dann einfach nur noch mit Wasser, mit dem Pinsel, um dann hier mein Blatt zu verstreichen und habe dann hier auch automatisch so Farbverläufe. Mit den Pinseltupfen, die ich jetzt hier noch so setze, versuche ich eigentlich nur noch ein besseres Gesamtbild, einfach ein runderes Gesamtbild zu bekommen für meinen Kreis. So. Na, das muss man immer so ein bisschen drauf achten, damit es auch ein schöner Blumenkranz wird und bleibt. Der Kranz ist jetzt hier gut angetrocknet. Ich habe ungefähr, ich würde mal sagen, eine Stunde, anderthalb Stunden gewartet. Habe hier noch ein paar kleine Sprenkel drauf gemacht. Das ist natürlich jedem selbst vorbehalten, ob er das irgendwie cool findet oder nicht. Ich fand es irgendwie noch ganz nett. Dann sieht es nicht ganz so leer aus. Und jetzt habe ich ja hier diesen schwarzen Textilstift. Der war auch noch in dem Set dabei von Marabou. Und damit male ich jetzt hier noch meine Stempel auf, indem ich einfach einen Kreis in die Mitte meiner Blüte setze und dann einfach hier so Punkte drumherum male. Damit ist unser Blumenkranz tatsächlich fertig auf unserem Textilstück. Damit ist unser Aquarellblumenkranz auf unserem Textilstück fertig. Man kann jetzt hier in die Mitte noch was reinlettern, wenn man das möchte. Ich kann hier meine Pappe oder auch das Lenurstück einmal rausnehmen. Ne, das muss jetzt hier noch weiterhin ein bisschen antrocknen. Man kann jetzt tatsächlich nach der Bedienungsanleitung zum Fixieren, wie gesagt, in den Backofen tun, so wie es auf der Anleitung draufsteht. Und dann kann man es tatsächlich bis 40 Grad auch waschen. Wie gesagt, ich habe hier so ein Textilstück. Da kann man dann hier so ein, kann man was reintun und dann hier oben so fest zuschnüren. Und dann habe ich hier einen schicken Schniekenbeutel und das im Aquarell-Look.
Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmalen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne hier einen Kommentar darunter. Und ich sage bis dahin erstmal Tschüss!